Nichtsdestotrotz ist es so, dass gerade in der Geflügelwirtschaft es ja auch von prominenter Stelle noch so ein bisschen Druck gibt, um nicht zu sagen Kritik, weil eigentlich sind sie angehalten, die Antibiotikagaben deutlich zu reduzieren. Das wurde bei der Schweinemast beispielsweise geschafft um 30%. Bei den Hähnchenerzeugern hängt man da relativ deutlich hinterher mit 1 bis 3 oder 4%, also eher minimale Reduktion. Woran liegt das? Sie spielen auf eine Zahl an. Ich sage mal, das hat A, was mit der Datenerhebung zu tun. Also es sind die staatlichen Zahlen, die Sie jetzt nennen. Ich will mit Sicherheit nicht sagen, dass die staatlichen Zahlen falsch sind, sondern man ist in der Geflügelhaltung eigentlich schon, bevor der Staat genau hingeguckt hat, ist die Geflügelwirtschaft schon angefangen, hat sich eigene Ziele gesteckt. Und man hat sich selber committed, den Antibiotika-Einsatz deutlich zu reduzieren. Also Sie schieben das eher so auf eine statistische Problematik? Nein, überhaupt nicht. Ich schiebe das nicht weg, sondern ich sage nur, die Zahl, die Sie da haben, ist natürlich, ich sag mal, ein gewisser definierter Zeitraum von 3 Jahren. Und man hat davor schon angefangen und ist schon sehr weit runtergekommen. Das müssten Sie wahrscheinlich dann morgen nochmal Frau Klöckner sagen, weil die spricht da von einer nicht zu akzeptierenden Situation.